Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Indem man von Amerika weg sozusagen alles transportiert hat und heute will keiner verantwortlich sein. Ausgetragen wird es ja wieder auf dem kleinen Mann, weil der wird Arbeitsplätze verlieren, der wird also sein Einkommen verlieren. Die großen Herren sind sicherlich nicht gestraft. Ja? Punkt, das ist der Punkt. Und deshalb habe ich auch gesagt, alle sind dabei, alle sind dabei. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche Bank und die Landesbanken in Deutschland, alle, Sonderzahl. In Österreich ist es die große Raiffeisenbank, die dabei ist. Also das ist schon einmal ein ziemlich großer Bereich. Dann ist es die Bank Austria. Das stimmt, ich habe zugehört bei euch.